Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In den ersten Teilen dieser kleinen Miniserie habe ich euch bereits mitgenommen zu den Schlössern in Füssen, war mit euch am Bodensee, am gigantischen Rheinfall in der Schweiz und auch am höchsten Berg der Alpen, dem Mont Blanc. Und auch wenn das bereits wirklich coole Ziele waren, wird es heute nochmals besser. Denn über Lecco in Italien geht es weiter nach Desenciano del Garda am Gardasee bis hin nach Venedig. Und es wird super werden. Viel Spaß beim heutigen Film. Im letzten Teil meiner kleinen Videoreihe sind wir ja sogar schon bis Lecco gefahren. Das habe ich jetzt gerade beim Einspieler tatsächlich vergessen. Aber diesen Teil brauchen wir dann natürlich nicht noch einmal zu wiederholen, sondern wir starten direkt mit dem Gardasee. Am Gardasee bin ich zuvor auch noch nie gewesen. Ich wusste also gar nicht, welche Ziele sind dort interessant, wo lohnt es sich einmal hinzufahren. Und so habe ich einfach geschaut, welche Orte überhaupt auf meiner Route liegen. Und meine Wahl ist auf Desenciano del Garda gefallen oder Desenciano del Garda. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Und Desenciano del Garda liegt am südlichen Ende des Gardasees. Das heißt, man schaut von unten Richtung Norden über eine sehr große Menge Wasser hinweg, bis dass man dann hinten die Alpen erkennen kann. Interessanter wäre vermutlich das nördliche Ende des Gardasees. Ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, wie der Gardasee ausschaut, aber dieser ist im oberen Bereich recht schlank und schlängelt sich quasi zwischen den Alpen hindurch und wird dann am unteren Ende bauchig. Und ich war halt am unteren Ende dieser bauchigen Seite. Das heißt, ich habe Richtung Norden geschaut und eben halt über eine riesige Menge Wasser. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Städte an den größeren Seen sich unglaublich ähnlich schauen. Also jetzt nicht von der Architektur hier, weil man kann es ja jetzt hier wunderschön sehen. Die Architektur von Italien ist natürlich sehr auch im italienischen Stil, was ja auch logisch ist. Ich meinte damit aber einfach, man hat immer diese kleine Promenadenmeile am See, wo man schön spazieren gehen kann. Man hat sehr viele Geschäfte direkt auf der anderen Straßenseite am See entlang. Und hier bei Desenciano del Garda ist mir auch wieder aufgefallen, dass es zwischen diesen Häusern diese unheimlich schmalen Gassen gibt. Also ich frage mich da immer und immer wieder, warum man die Häuser damals nicht direkt Stoß an Stoß gebaut hat. Das wäre doch auch viel effektiver gewesen, um zum Beispiel die Wärme zu speichern. Aber wie gesagt, das ist mir halt schon in Lübeck aufgefallen, das ist mir bei den Städten am Bodensee aufgefallen. Jetzt in in Desenciano del Garda ebenso. Ansonsten ist die Stadt wirklich, wirklich wunderschön. Man sieht, es ist eine sehr ruhige Stadt. Ich war da so gegen 10, 11 Uhr morgens unterwegs, unter der Woche recht wenig Passanten unterwegs. Also natürlich sieht man einige Leute einkaufen, aber es war unheimlich wenig los. Auch auf den Straßen sehr, sehr wenig Verkehr, zumindest zu dieser Jahreszeit. Ich denke, im Sommer, wenn der Gardasee eines der Lieblingsziele aller Touristen ist, wird da wahrscheinlich auch die Hölle los sein, ähnlich als wenn man zum Beispiel in Rom unterwegs wäre. Aber Desenciano del Garda war für mich ja nur ein Zwischenziel auf dieser Etappe, denn das eigentliche Ziel ist ja Venedig gewesen. Und so war ich halt nur 2-3 Stündchen da in dieser Stadt unterwegs, bevor ich mich dann wieder ins Auto gesetzt habe, um weiterzufahren, denn ich war einfach richtig gespannt auf Venedig und hatte riesige Vorfreude auf diese Stadt, weil da wollte ich schon immer einmal hin. Ja, und Venedig ist einfach eine Klasse für sich. Es ist unbeschreiblich. Das Interessante an der Stadt ist natürlich, dass es sich um eine Lagunenstadt handelt. Das heißt, ein sehr, sehr großer Teil der Stadt ist mit Wasser durchzogen, also mit Flüssen. Und tatsächlich habe ich bis etwa meinem 20. Lebensjahr geglaubt, dass man in Venedig nur mit Booten unterwegs sein kann. Also ich habe nie gecheckt, dass man da auch zu Fuß spazieren gehen kann, sondern bin immer davon ausgegangen, dass man mit dem Boot fahren muss.
Und ich hatte damals mal einen Bericht gesehen, dass da irgendwie sehr viele Fahrräder jetzt unterwegs sind. Ich habe mich schon gefragt, hä, Fahrräder? Warum Fahrräder in Venedig? Das braucht man doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall war das dann ein Ziel, wo ich schon seit jetzt über 2 Jahrzehnte lang hin wollte. Und immer kam etwas dazwischen. Ja, und dementsprechend groß war meine Vorfreude. Ich kam dann abends in Maestre an. Also Maestre ist so ein kleiner Vorort von Venedig, wo man mit dem Auto parken kann. Und von dort aus sollte man dann halt mit dem Zug oder mit dem Bus rüber nach Venedig fahren. Denn Venedig ist autofrei. Das heißt, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber generell darf man nicht einfach so mit dem Auto nach Venedig reinfahren. Und so bin ich halt abends in Maestre angekommen, habe mir die Stadt schon mal ein bisschen angeschaut, habe mir dann einen schönen Platz zum Schlafen gesucht. Und am nächsten Morgen bin ich dann um 5:30 schon losgefahren Richtung Bahnhof, mit dem Zug rüber, am Bahnhof rausgegangen und ich war direkt geflasht. Also die Stadt, das kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen. Ich wusste, dass es schön werden würde und wie gesagt, die Vorfreude war auch schon riesig, aber als ich dann da war, war das so surreal, so unrealistisch irgendwie und ich habe mir gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Und natürlich kennt man so manche Stadtteile auch aus Spielen heraus oder aus Filmausschnitten zum Beispiel. Aber wenn man das Ganze dann nochmal live sieht, ja, ist das einfach eine ganz andere Liga. Und ich war gerade einmal so eine Stunde vielleicht in der Stadt unterwegs, bevor ich dann mit meiner Frau schon geschrieben habe. Die ist ja zu Hause geblieben. Dann hat sich meine Tochter noch in das Gespräch eingeschaltet und wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir nächstes Jahr nochmal nach Venedig fahren werden, dann aber direkt für 3 oder 4 Tage, dass wir einfach genug Zeit haben, um uns dort alles anschauen zu können. Denn für einen Tag ist das einfach viel zu viel, was man dort sehen und erwarten kann. Und auch aus fotografischer Sicht, ich meine, ich habe ja oft in meinen letzten Teilen gesagt, dass ich sehr gerne Fotos erstelle und das Fotografieren einfach eines meiner Lieblingshobbys ist. Und Venedig bietet so unglaublich viele Motive. Also das ist eine Zahl, die man gar nicht formulieren kann. Denn an jeder Ecke verbirgt sich irgendwas, wo man ein tolles Foto erstellen kann. Es gibt so viele schöne Häuser anzuschauen. Das mit den Gondeln oder mit den restlichen Booten oder auch die Weitsicht auf die Alpen. Und also ich will jetzt nicht übertreiben, aber das für Fotografen ist Venedig wirklich das Mekka. Denn man kann hunderttausende Fotos erstellen und nicht irgendeines dieser Fotos sieht dann irgendwie blöde aus. Denn jeder Blick, egal wohin man schaut, ist einfach richtig schön. Gut, ich war jetzt hier morgens unterwegs. Da waren dann halt sehr viele Händler gerade ihre Stände am Aufbauen, beziehungsweise die kleinen Geschäfte wurden beliefert. Auch hier wusste ich nicht, dass diese Geschäfte tatsächlich alle mit Booten beliefert werden. Also da kommen wirklich die Boote raus, die bis oben hin beladen sind mit Lebensmitteln, mit Getränken und sowas alles. Die legen dann direkt an dem Geschäft an und werden dann dort mit einem Kran entladen. Und selbst die Müllabfuhr kommt mit Booten. Also wie gesagt, ich kam mir vor wie in so einer kleinen anderen Welt. Denn wenn man sieht, dass da so ein Müllschiff ankommt und mit Kran die Mülltonnen aufs Schiff hebt, entleert und wieder zurückstellt, fand ich total beeindruckend. Das mag jetzt vielleicht für euch komisch klingen, aber ich fand es wirklich mega beeindruckend. Ja, und wie gesagt, ich bin einmal längs durch die Stadt durchgegangen, also vom nördlichen Ende von Venedig bis zum südlichen Ende. Dafür habe ich bestimmt schon fast 3 Stunden gebraucht, weil ich immer wieder stehen geblieben bin. Dann habe ich ein bisschen gefilmt, dann habe ich ein bisschen fotografiert. Dann ging die Sonne auf, es waren wieder komplett neue Eindrücke von all den Gebäuden, die ich dort gesehen habe. Und ich war einfach tierisch fasziniert. Wenn ihr nach Venedig fahrt, wie gesagt, entweder macht ihr Stopp in Maestre und fahrt von dort aus mit dem Zug oder mit dem Bus rüber. Eventuell könnt ihr auch direkt in einem der Hotels übernachten. Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Hotels auch mit dem Auto direkt angefahren werden können. Aber ich bin mir da wie gesagt nicht sicher. Und wenn ihr dahin fahrt, solltet ihr einige Tage einplanen. Denn man sieht es hier jetzt gerade, oder man hat es jetzt gerade gesehen, man hat auch hier die Möglichkeit, mit dem Schiff zu anderen
kleinen Vorinseln überzusetzen, wo ebenfalls sehr, sehr viele Häuser sind. Und ich habe diesen Teil bewusst weggelassen, weil das noch vor dem Gespräch mit meiner Frau war und ich mir gesagt habe, das behalte ich mir offen, sodass ich ein Argument habe, um noch einmal hier hinfahren zu können. Denn ich wollte da jetzt nicht einfach hektisch durchlaufen und einfach mal sagen, hey, jetzt bin ich in Venedig gewesen. Das war wirklich eines der größeren Etappenziele, genauso wie Chamonix am Mont Blanc. Das waren so die beiden Ziele, Venedig und Chamonix, wo ich richtig Bock drauf hatte und wo ich mir auch einfach Zeit lassen wollte. Und so war es halt in Venedig auch. Und wenn man dort spazieren geht, man kann komplett entspannen. Und das war auch der einzige Ort tatsächlich auf meiner ganzen Alpenumrundung, war das der einzige Ort, wo ich mich einfach mal in ein Café gesetzt habe, um dort ein Cola und ein Wasser zu trinken. Einfach, weil ich mich da komplett fallen lassen konnte. Ich habe mich da schön an das Ufer hingesetzt, also in dem Café, das war direkt am Ufer, logisch, in Venedig ist fast jedes Café am Ufer, habe mir da meine Getränke gegönnt. Es war zu dem Zeitpunkt vielleicht etwa 10:30, 11 Uhr morgens. Es hatte gerade einmal 11, 12 Grad und ich war trotzdem schon so am Schwitzen, dass ich meine Jacke und auch mein Pulli ausgezogen hatte. Ich saß also da im T-Shirt und es war überhaupt nicht kalt. Also man kann diese 11 Grad in Venedig oder 12 Grad in Venedig überhaupt nicht mit 12 Grad jetzt hier in Deutschland vergleichen. Und klar, wir wohnen hier in Bayern. Das heißt, wir kriegen hier schon unglaublich viel Sonne ab für eine deutsche Gegend, sage ich mal. Aber in Italien ist das halt nochmal anders, weil die haben ja im Gegensatz zu uns auch sogar regelmäßig mit Regenknappheit zu kämpfen. Also dort gibt es immer wieder das Problem, dass Landstriche austrocknen und sowas alles. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil wie gesagt, es war März, es war brühend heiß morgens um 11 Uhr und das gerade mal bei 11, 12 Grad. Wirklich unvorstellbar. Ich bin schon bei 40 Grad durch Rom gelaufen. Das fand ich weniger anstrengend als wie dort diese 11 Grad, obwohl Rom ja noch weiter südlich liegt. Also sogar, ich glaube, fast 800 Kilometer, 1000 Kilometer so um den Dreh ist das noch weiter südlich von Venedig aus. Ansonsten, ja, wie gesagt, Venedig hat mich komplett umgehauen. Es war noch besser, als wie ich es erwartet hatte. Klar, wenn man nach Venedig fährt, mögen viele denken, ja, okay, das ist jetzt eine Stadt, die mit mehreren Flüssen durchzogen ist und den einen mag das interessieren, den anderen weniger. Für mich war es einfach so ein kleines Lebensziel, eines dieser Etappenziele, die man in seinem Leben mal erreichen möchte. Ich bin jetzt da gewesen und ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Und auch die Touristen, die man dort gesehen hat, diese Ausstrahlung, die sie dann zeigten, weil man hat einfach gemerkt, die sind einfach glücklich. Man hat so viele junge Pärchen gesehen, denn Venedig ist ja ähnlich wie Paris, so eine Stadt der Liebe. Und ja, man merkt es einfach, wenn man dort spazieren geht, die Leute sind freundlich, die sind glücklich. Natürlich gibt es auch hier sehr viele Obdachlose. Das war aber in Rom der Fall. Das ist auch bei deutschen Großstädten immer wieder der Fall, dass halt sehr viele Bettler unterwegs sind. Und ich war aber an dem Tag einfach so motiviert, dass ich tatsächlich einigen Geld dagelassen habe. Ich weiß, da gibt es viele verschiedene Geschichten drüber, dass manche halt da krumme Dinge betreiben, um halt Geld zu bekommen. Aber ich konnte da nicht einfach so herzenslos an den Leuten vorbeigehen und habe auch mal da ein paar Euro dagelassen. Einfach weil die Stimmung, die war an dem Tag so großartig und ich wollte die Leute halt daran teilhaben lassen. Ich habe jetzt natürlich nicht jedem was gegeben, aber klar, so im Vorbeigehen älteren Damen oder auch Kinder, die da saßen, habe ich schon etwas gegeben. Aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Hier nochmal ein paar Fotos, die ich da erstellt habe. Auch hier wieder diese zahlreichen schmalen Gassen. Und manche Gassen waren wirklich so schmal, dass man quer durchgehen musste. Also mit breiten Schultern hatte man schon gar keine Möglichkeit, weil halt diese Gassen so schmal waren. Und es gibt ja einige Hotspots so in Venedig, wie zum Beispiel diese riesige Brücke direkt am Anfang. Wenn man am Bahnhof rauskommt, sieht man die Brücke schon. Gegen 12 Uhr war diese Brücke so überlaufen mit Touristen. Und ihr habt ja am Anfang dieses Films Desenciano del Garda gesehen, wo kaum etwas los war. Und im Gegensatz dazu, einen Tag später in Venedig, da war die Hölle los. Also man wurde quasi durch die Gassen geschoben.
Ich hatte mit meinem Rucksack Probleme, wenn ich beim Gehen mich irgendwie wegdrehen musste oder sowas, dass ich keinen anderen umhaue damit. Da war einfach die Hölle los. Was mir aber aufgefallen ist, und auch das ist vielleicht ein kleiner Tipp, ich war jetzt im März da, es hatte 11 Grad, es war brühend warm. Ich könnte mir vorstellen, dass so März, April super Monate sind, um nach Venedig zu fahren, oder eben halt nach hinten raus, so September oder Oktober. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, also ich habe ohnehin gesundheitliche Probleme mit meinem Asthma, aber ich glaube, im Juli, August, in den richtig heißen Monaten, würde ich in Venedig wahrscheinlich Probleme bekommen, weil die Luft trotz der Nähe zum Meer so stickig und warm ist. Deswegen würde ich halt empfehlen, entweder März, April oder eben September, Oktober dahin zu fahren. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Venedig wird ja immer so dargestellt, dass dort so unglaublich viele Tauben unterwegs sind. Und das kann ich tatsächlich gar nicht bestätigen. Also ich habe hier schon deutsche Städte erlebt, wo viel, viel mehr Tauben unterwegs waren. Und in Venedig war es so, ich bin daher spaziert und habe natürlich ein paar Tauben gesehen. Aber also ich war da 8 Stunden unterwegs und habe vielleicht 50, 60 Tauben gesehen. Gar nicht mal so viele immer auf einem Haufen, sondern immer so 2, 3 Stück, die dann am Boden entlang gelaufen sind oder umhergeflogen sind. Und das Witzige ist, an dem Tag war sogar noch Markt in Venedig. Und klar, beim Markt in Venedig ist natürlich die Hauptware Fisch, eben weil man ja direkt am Meer lebt. Und am Fischmarkt, da muss ich sagen, da habe ich schon einige Möwen gesehen, die waren wirklich so groß wie Hauskatzen. Also unübertrieben, da habe ich mich wirklich erschrocken. Ich habe schon die Möwen bei uns an der Nordsee gesehen und die erscheinen da wie Waisenkinder. Also die Möwen in Venedig, die sind wirklich gigantisch. Aber auch da ist es so, die sind so unheimlich geschillt. Und ich gehe nur so auf das Thema ein, weil ich eben weiß, viele fürchten sich vor diesen Vögeln, egal ob jetzt Tauben oder Möwen oder was auch immer. Aber die Angst muss man da gar nicht haben. Natürlich, wenn man mit einer Fischsemmel direkt am Ufer steht, kann es natürlich passieren, dass so ein Vogel angeflogen kommt und dir das Filet vom Brötchen runterreißt. Aber ich hatte da jetzt überhaupt keine Probleme und fand es wesentlich entspannter als wie auch hier vergleichsweise wieder Rom. Und hier no front gegen Rom. Ich liebe Rom. Ich fand Rom mega fantastisch, als wir da spazieren gegangen sind. Ich möchte einfach nur den Vergleich ziehen, dass halt in Venedig viel weniger Möwen und Tauben unterwegs sind als wie in Rom, oder aber, dass es vielleicht gleich viele sind, die sich aber besser verteilen können. Also man sieht auf jeden Fall nicht diese große Menge an Flugvögeln. Ja, Venedig einfach wunderschön. Ich habe es gerade schon gesagt, wir werden nächstes Jahr nochmal dahin fahren, 2, 3 Tage. Es gibt vielleicht im Umfeld von Venedig noch andere interessante Spots. Aber ich glaube, wenn man nach Venedig fährt, dann sollte man sich wirklich diese 2, 3 Tage Zeit nehmen, dass man einfach mal mit der Gondel fahren kann. Übrigens, ich habe vorhin schon gesagt, man kann ja mit diesen Booten rübersetzen auf diese Vorinseln, die dort noch sind. Das sind, glaube ich, 3, 4 Stück, wo man rübersetzen kann. Oder man kann natürlich auch mit den Gondeln fahren. Wenn man mit dem Boot auf die anderen Inseln möchte, da gibt es so ein Tagesticket, das kostet 36 Euro oder 30 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich ja das nicht in Anspruch genommen habe. Ich habe mir halt die Preise durchgeschaut und es war irgendwas zwischen 30 und 36 Euro. Und dann kann man halt den ganzen Tag mit jedem Boot da fahren, außer mit den Gondeln. Die Gondeln sind etwas teurer. Das weiß ich nur, weil ich einigen Passanten zugehört habe, die sich darüber unterhalten haben. Und zwar kostet so eine Gondelfahrt 80 Euro. Das hört sich nicht nur viel an, das ist tatsächlich viel. Also wenn man da mit 4 oder mit 6 Mann unterwegs ist, dann kann man sich das ja so ein bisschen aufteilen. Alleine 80 Euro ist schon ein strammer Preis. Aber muss natürlich jeder selber wissen, ob er das in Anspruch nehmen möchte. Mich würde es einfach mal interessieren, mit der Gondel darüber zu fahren, einfach weil es zu Venedig dazugehört. Und auf die anderen Inseln, die ich jetzt dieses Mal nicht besucht habe, sondern nur da fotografiert habe, bin ich auch schon unglaublich gespannt, weil auch dort werde ich wahrscheinlich wieder viele Eindrücke gewinnen, die ich jetzt auf dem Hauptteil von Venedig nicht gesehen habe. Und was ich sehr interessant fand, ich dachte eigentlich, von Venedig aus könnte man direkt das Meer sehen, aber man sieht halt nur auf diese Flüsse, weil die Sicht Richtung Meer ist eben durch diese kleinen Vorinseln verbaut. Das heißt, das Meer befindet sich quasi hinter diesen Gebäuden.
Und genau deshalb möchte ich beim nächsten Besuch in Venedig auf diese anderen Inseln rüberfahren, weil ich einfach mal dort den Blick aufs Meer genießen möchte. Ihr seht, also man kann sich unglaublich viele Ziele setzen und ich denke, man wird nicht enttäuscht. Klar, Geschmäcker sind verschieden, aber ich für meinen Teil war komplett beeindruckt und weiß jetzt schon, dass Venedig zu einer meiner Lieblingsstätten gehört. Ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Das war der 5. Teil meiner kleinen Serie. Es folgt jetzt noch ein weiterer Teil, dann beende ich diese Serie. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Falls ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.